Nach dem Spiel war man natürlich ein bisschen geknickt, weil man hat 1-1 gespielt und war dominant. Man hätte das Spiel sicherlich zugunsten von uns entscheiden können, vielleicht auch müssen. Aber ich bin auch Ihrer Meinung, dass ich das Resultat jetzt gar nicht so schlecht sehe. Wir müssen unser Tor machen, ja, das ist klar. Es ist ja so, dass Nürnberg kann ja das Ergebnis auch ganz gut interpretieren und lesen. Und Sie wissen auch, dass das auch ein gefährliches Ergebnis ist. Denn mit einem Tor sind wir wieder voll im Rennen. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Sportliche. Das, was gesagt worden ist, ist gesagt worden. Wir werden jetzt morgen wieder versuchen, den Fußball in den Vordergrund zu stellen. Und das ist ja auch unsere Aufgabe und das wollen wir auch machen. Zu Marco nur so viel. Marco wird nicht mitkommen. Marco wird operiert und Marco soll sich auf seine Operation vorbereiten, konzentrieren. Denn ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste, dass der Junge so schnell wie möglich wieder gesund wird. Beim Alex ist es so, dass der Alex die 70 Minuten soweit meiner Meinung nach ganz ordentlich verkraftet hat. Und wir werden jetzt heute noch sehen und morgen entscheiden, wie das dann morgen von der ersten Minute dann ausschauen wird. Wir wollen ganz klar wieder dominant sein, auch im Auswärtsspiel, damit wir dort so schnell wie möglich auch das Tor erzielen, was uns dann noch mehr Sicherheit geben wird. Ich glaube, man kann auswärts, oder ich bin mir sicher, man kann auswärts in Nürnberg gewinnen.